Hier sehen wir den Telemetriesender mit dem Zubehör, das benötigt wird zu der Überwachung. Es gibt eine Einwegtasche, einen Sättigungsaufnehmer von Masimo, ein EKG-Kabel und Batterien. Das Einlegen der Batterien erfolgt hier auf dieser Seite. Sie werden mit dem Pluspol nach oben eingelegt. So ist in Bereitschaft, dass die Batterien nicht herausfallen. Und zum Einschalten schiebt man diesen Verschluss weiter und dann blinken auch kurz alle Leuchtdioden auf, dass man sieht, dass alle funktionieren. Anschluss der Kabel geschieht hier oben. Hier werden die EKG-Kabel angeschlossen. Bis maximal 6 Lead-Kabel, also 3, 5 oder 6. Der 6. kommt dann auf der Seite, wird er dann eingesteckt. Dann kann man 6 Ableitungen maximal ableiten. Die Sättigung kommt hier in die Buchse 1 oder 2, das ist egal. Das ist die Massimo-Sättigung mit diesem Aufnehmer, der dann am Finger bei uns mit diesem Clip befestigt wird. Um zu sehen, wie die Elektroden des EKG-Kabels geklebt werden, gibt es dazu auch ein Schaubild auf der Rückseite. Die Bedienung erfolgt über die drei Tasten. Die erste Taste, wenn man drauf drückt, dann sieht man, ob die Elektroden guten Kontakt haben. Wir haben 5 Lead Kabel, deswegen leuchten 4. Hätte jetzt eine einen schlechten Kontakt, so wie jetzt die Ableitung LA oder L, dann sieht es so aus. Und wenn alle einen guten Kontakt haben, leuchten alle grün. Über diese Taste kann ein Druck ausgelöst werden, der vorkonfiguriert ist. Da steht dann auf der Abteilung ein Drucker, wo der Ausdruck rauskommt. Diese Taste kann man eine Markierung setzen, wenn der Patient sagt, ups, mir geht es gerade nicht so gut oder er ruft die Schwester, dann drückt man einfach hier drauf, dann wird es markiert und man kann das dann in der Zentrale ablesen. Werden diese beiden Tasten gleichzeitig gedrückt, dann werden die Alarme ausgeschaltet und zwar so lange, bis sie wieder bewusst eingeschaltet werden. Man sieht es dann auch, dass hier diese Lampe blinkt mit der durchgestrichenen Birne. Man drückt dann wieder beide, dann sind die Alarme wieder eingeschaltet, zum Beispiel wenn der Patient einen Transport hat oder unter die Dusche möchte. Übrigens, durch Drücken dieser Taste kann nicht nur der Elektrodenkontakt geprüft werden, sondern wenn diese gedrückt wird, dann leuchten kurz alle Anzeigen auf, dass man prüfen kann, ob alle funktionsfähig sind. Beginnt hier die Batterieanzeige zu blinken, dann hat man noch circa eine Stunde Zeit, die Batterien zu wechseln. Der Telemetriesender wurde jetzt richtig verkabelt und angeschlossen. Damit Sie den Telemetriesender mit der CareScape-Zentrale verbinden können, benötigen Sie diese Nummer. Hier zu finden. TTX und dann kommt 1544. Diese 1544 finden Sie an der CareScape-Zentrale in einem Auswahlmenü, sodass Sie diesen Sender mit der Zentrale verbinden können.